So, willkommen Freunde, wir zocken heute mal The Uncertain, A Light at the End. Und zwar die Demo soll wohl jetzt bald erscheinen. Ich habe schon mal so leicht angezockt, um mal ein bisschen klar zu kommen. Das mache ich jetzt zukünftig immer, weil ich keinen Bock habe, dass ich da einfach so lost rumrenne. Ja, das starten wir es mal. Midway through the 22nd century, robots developed and maintained by the USS Corporation suddenly turned against humanity. They flooded the water supply with harmful nanites, sending most of the population into a coma-like state. These countless men, women, and children were loaded into transport shuttles and whisked away. No one knows where. No one knows why. More than a year has passed since the incident. Those who managed to evade the robots' clutches scavenge the now silent cities. Mechanized police and drones search relentlessly for any remaining signs of life. Even most domestic bots now report humans on sight. Under USS Corp's watchful eye, a new robotic civilization is emerging from the ashes of the old. In the face of encroaching extinction, the few who remain fight to survive, searching for the reason behind humanity's fate and clinging to the hope of better days ahead. Ja, das sieht doch schon mal ganz nice aus. Ja, wenn ich das so richtig verstanden habe mit meinem Knüppelenglisch, was ich mal gelernt habe in der Schule, ist es halt so, dass die Robots die Welt übernommen haben und es gibt noch ein paar Überlebende. Und wir sind die beiden Überlebenden hier. Oder spielen einen davon. Weil man sieht auch, die haben Robots auf der Straße als, ja, als Polizisten. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir als Menschen überleben. Ja, ich glaube, ich habe das alles so richtig übersetzt. Schön, dass Norton sich jetzt auch wieder meldet. Sie haben nur wenig Speicherplatz für Online-Backup zur Verfügung. Fügen Sie weiteren Speicher hinzu. Diese Push-Up-Nachrichten, die müsste man irgendwie mal ausschalten. Ja, das geht einem ja um den Pinsel. So, da glühen schon die Leitungen. Ah, das sind unsere beiden Protagonisten. Ich vermute mal, wir Pharmazie. Das heißt, wir sind in einer Apotheke und müssen gucken, wie wir da klarkommen. Ich glaube sogar, das Spiel erscheint jetzt noch im Oktober, am 8. Oktober oder so, aber ich behaupte das jetzt einfach mal so. Vielleicht sogar noch ein bisschen später. Probably the neighborhood patrol. Have you got the list? No, but we know what we need. Vera was up all night. If we don't find something to break the fever, sooner or later someone's gonna hear her crying. That's priority number one. Brian still isn't sleeping. And Alex's leg is making him even crankier than normal. We should find something for them too. Definitely. We'll cover more ground if we split up. Let me know what you find. You got it. Okay, dann wollen wir mal die Apotheke durchsuchen. So, das ist natürlich ja Russisch, das verstehe ich nicht. So. Ja, was soll man sagen? Und, kleiner Fehler, würde ich sagen. Als wir reingegangen sind, da waren ja die Vorhänge unten. Und jetzt sind die auf jeden Fall oben. Und wir laufen in der Apotheke rum und alle Robots können uns sehen. Okay, aber wir looten erstmal, sammeln erstmal ein und schauen mal, für was wir das alles gebrauchen können. Wir
Können wir nur gucken? Well, that's a lot of drugs. I don't know what they're all for, but I gotta find something for Vera's fever. And I'm guessing it's in that case. I hate to admit it, but if Matt were here, he'd figure something out. Genau, wir suchen Fiebersenker. There's gotta be something for Vera's fever inside that case. The only way to find out for sure is to move that shelf. Somehow. Definitely not moving it on my own. Park, give me a hand over here. Sure thing. Ah, das ist das Kinderregal, ne? Da muss sie dahinter. The cops will hear it. Need to find another way. Ideas? This thing's way too heavy for us to lift on our own. We might have better luck if we had some kind of lever. Ah, da liegt eine Karte rum. Chipkarte oder so. Krallen wir uns gleich mal. Let's take a look. Could be some tools I can use. Keycard, ah, alles klar. Keycard ist immer super. Kommt man in Türen rein, wo man eigentlich nicht reinkommen sollte. So. Was haben wir hier Schönes? Ein Inhalator. Ist auch schon mal nicht verkehrt. Hier liegt noch ein Kabel rum. Stromkabel oder so. Hey, prima. Prima Ballerina. Können wir da aus dem Karton was nehmen? Nee, ist leer. Okay, dann können wir ihm mal sagen, dass der Inhalator da ist. Dass wir einen gefunden haben. You know, useful? Great. I've been scared to check, but I think the one I've been using is on its last legs. No. So, wir brauchen hier ein Tool, um das Regal anzuheben. Und hier haben wir ja auch nichts weiter gefunden, deswegen vermute ich mal, dass wir hier mal rein müssen. Ja, besser gesagt, ich weiß es eigentlich, weil ich so viel habe ich schon gespielt. So, unlocked. So, wir müssen nämlich hier rein. Hier ist ja quasi das Lager und da kommen wir aber nicht rein, weil das deaktiviert ist. Hier habe ich auch schon überall geguckt. Hier komme ich dann auch nicht rein. So, hier haben wir nochmal Schlaftabletten gefunden. Für was man die auch immer braucht. Ah, hier ist so eine Art, chinesische Puppe. Ich vermute mal für das Kind so zum Spielen. So. Okay, dann müssen wir den Computer hier erstmal in Gang bringen. Dann braucht er noch ein Kabel. Abenteuerliche Konstruktion. It's alive. Ui, das war laut. Sieht aber geil aus. Sieht irgendwie aus wie so eine Xbox 360, so von der Form her. Okay, dann machen wir den Rechner mal an. So, Calls, E-Mails, Chat habe ich mir schon angeguckt. Gibt's nichts, was wir machen können. Wir können aber das Security-System ausschalten. Soweit habe ich schon gespielt, dann hörte es auch auf. Hat aber vorher viel länger gedauert, weil ich musste ja erstmal rausfinden, was ich überhaupt machen muss. Wird ab jetzt wieder ein bisschen länger dauern. Jetzt ja selber erstmal gucken muss, was ich für Aufgaben bekomme, was ich für Gegenstände finde. So, hier wollte sie vorhin auch gar nicht rein, irgendwie. Nope, not the time, Emily. Ne. Und nach hinten rechts wollte sie auch nicht raus.
Also will die Aufgabe hier erstmal erledigen. Das ist schon mal gut. Das mag ich an Spielen, wenn die einen nicht einfach rauslassen, ohne dass man vergisst, irgendwas ja, zu lösen oder so. Und dann geht es hinterher nicht mehr weiter. Painkillers. Bingo. These will come in handy for sure. Okay, jetzt hat sie aber das Problem, da ist eine Glasscheibe, die kriegt sie so nicht auf. Und hier ist der... Surprise, out of order. Genau, hier ist der Strom aus. Hm. Faszinierend. Right. No power. Okay, da fehlen drei Sicherungen, die müssen wir erstmal finden. Das ist ja auch spannend. Man hier machen? Gar nichts. Und eine Kinderzahnbürste. So kleine Goodies, die sie halt einsammelt für die Kleine. Können auch hier erstmal reingehen. Sieht so aus, als wenn das die erste Sicherung wäre. Batterie. Okay, können wir uns hier mal angucken. Das ist alles auf Russisch, das verstehe ich leider nicht. Damn it, it's locked. But I'm guessing the key can't be too far away. Okay, das ist auch verschlossen. So, ich habe mir ja angewöhnt, den Adventure nochmal zweimal zu gucken. Weil ich neige immer dazu, nicht weiterzukommen, weil ich irgendwie nicht alles abgesucht habe. Zu oberflächlich geguckt habe. Aber hier scheint nichts drin zu sein. So, wir haben jetzt natürlich hier den Außengang. Da können wir erstmal auf der rechten Seite gucken. Gucken wir hier auch mal auf der linken Seite, also jetzt wieder rechts. Oh, da ist ein Robot. This thing's been lying here for a long time. Na, schade, ich dachte, der hat auch eine Batterie in sich. Das ist auch eine Glasscheibe. Hier liegt so eine Art Batterie rum, würde ich sagen, aber wird nichts angezeigt. Gucken wir hier mal. Ist eine Leiter. Ah, hier unten ist auch was. Oh, ein Portemonnaie hat sie gefunden. Okay. Ja, kann man ja alles gebrauchen, ne? Wenn man in einer Welt lebt, wo es nicht mehr so viel gibt. Und muss man irgendwann gucken, wie man damit umgeht. Entweder man sammelt alles ein, was noch da ist, oder man fängt selber wieder an zu erfinden. So. Nummer 1. Reicht denn schon eine oder? Right. No power. Ne, wir brauchen alle drei. Habe ich mir doch fast gedacht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Vielleicht geht sie ja jetzt auch in den anderen Raum rein. Und zwar den hier. Nope, not the time, Emily. Nö. Break room. Ah. Hey,
little buddy? Why so quiet? Alter, ein 80er Zauberwürfel. Ist ja auch schön. Wenn die Kinder sich auch wieder freuen. Wenn es nichts gibt, spielt man auch nochmal einen Zauberwürfel. Das ist der Rollstuhl. I can't imagine living on the run when you can't even walk. Still, I guess that's why they chose to hunker down here. All this useful stuff. Whatever the case, and whoever they were, they couldn't stay hidden forever. Okay. Dachte schon, sie bewegt sich nicht, aber ich habe auf die falsche Taste gedrückt. So, was haben wir denn hier? Wasser, Kocher und Kaffee. Können wir auch nur gucken. Ja, das ist auch in Russisch, das verstehen wir nicht. Den machen wir mal lieber aus, das ist ja nervig. So, ist hier noch irgendwas? Lieber nochmal genauer gucken. Ne. Okay, hier ist noch eine Schublade. Maybe Brian could hack the safe, but I'm not getting it open without a key. Okay, dann haben wir die dritte Batterie. Ne, die zweite haben wir erst. Die dritte brauchen wir noch. Nope, not the time, Emily. Sie will irgendwie nicht in diesen Raum rein. Das sind die Toiletten, okay, aber. Ja, dann würde ich sagen. Ach, wir können einfach. Die läuft immer. Und wenn wir Shift drücken, beschleunigt sie nicht. Sondern dann bleibt sie stehen. Geht langsam. Ist halt mal umgedreht. Ist auch mal spannend. So, nächste Batterie. So. Ich bin der Meinung, ich hätte auch in der Apotheke noch ein, also vorne im Verkaufsraum. Irgendwie eine Batterie gefunden oder so. Kann aber sein, dass ich mich hier auch täusche. Ja, mit ihm mal kurz reden. Hey Park, what have we got? Total mess. I guess we weren't the first ones to hit the pharmacy. They took everything. Except for these appetite suppressants. Hallelujah, our prayers have been answered. All right, let's keep going. Okay, sie hatte ja vorhin gesagt, vielleicht kann er ja den Code knacken, dann den Safe aufmachen oder so, aber dass da nichts mehr passiert. No, it's not gonna work. There has to be another way. Nee, das funktioniert nicht. Whoa, that's a lot of drop. Hier kann man nur gucken. Können hier noch mal eine Fensterbank gucken. Ja. Hier können wir auch noch einen Blick werfen. Na, ich glaube, hier haben wir nur. Was war denn das? Den Inhalator gefunden, genau, richtig. Da haben wir den Inhalator gefunden. So. Müssen wir mal gucken. Vielleicht war das auch hier, das war hier noch. Ach, da hast du die Batterie. Siehst du? Wusste doch, irgendwo habe ich die schon mal eingesammelt. Ist klar, das ist jetzt die dritte.
Schon mal sehr gut. Können wir die einsetzen und dann können wir die Regale steuern. Mal alles einsetzen. Jawohl. Jetzt können wir den Strom mal anmachen. Fingers crossed. Damn it. Another power failure. We need to reset the alarm. No, 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 no. Na, jetzt haben wir Alarm ausgelöst. Scheiße. So, sie läuft schon mal, weil ich frag mich gerade, was ist so meine Aufgabe? Ah, okay. Das ist ein Scanner. Park? Park? Okay, this is not good. It's locked. Links rüber. Die Tür links ist auch geschlossen, also auch gelockt. Tja. Ja, wir warten noch mal kurz zum Timing, ja? Scannt da. Scannt da drüben. So, jetzt. Park? Where are you? What the? The alarm. Disable it using the manager's computer. Damn. On the way. Quick. Ah ja, wusste auch gleich, wo der Computer ist. Das ist gut. Just wait. Hurry, Park. What the hell is he? This is getting bad. Oh, das ist ja nervig, ey. Detected? Was? Ich bin doch rechts rüber. Warte mal. Dann müssen wir von vorne anfangen, okay? What the? The alarm. Disable it using the manager's computer. Damn. On the way. Quick. Just wait. Hurry, Park. No. What the hell is he? This is getting bad. Nur ein bisschen aufpassen irgendwie. Jetzt scheint so ein bisschen. Okay. Obwohl wir uns nicht bewegt haben. Wahrscheinlich zu lange gewartet. Park? Where are you? What the? The alarm. Okay, ist natürlich nervig, die ganze Situation immer wieder zu wiederholen, aber. Ja, das da muss man sich halt sehr konzentrieren, ne? Just wait. Hurry, Park. Ich glaube, jetzt müssen wir sehr schnell sein. What the hell is he? This is getting bad. Again. This sucks. Was ist das jetzt wirklich, oder? You all right, Em? Oh, Alter. Ich dachte so, ich schaff das gar nicht. Yeah, yeah, I'm fine. I just need a sec. You sure the alarm will stay off? I guess. Anyway, it's off now. Just shout if you need me.
Stupid fridge. I should try again. Okay. Ich hoffe ja, dass es jetzt geht. Suddenly I've got chills running down my spine. Ah, sehr gut. Yes, it worked. Sie hatte gesagt, Crossfinger, als sie es runtergemacht hatte, also von wegen, drückt mir die Daumen. No good. Out of reach. Okay. Ah. Alles klar. Ist auch noch. Out of reach können wir auch noch außerhalb der Reichweite. No good. Ne, das ist auch noch die Scheibe davor. Ich dachte eben, das wäre eine optische Täuschung. So, noch einmal. Scheint nicht das Richtige zu sein. Okay. Mal da irgendwas nehmen? Nee. Gehen wir nochmal einer um. Ob ich das jetzt nach oben oder unten mache, das müsste eigentlich egal sein. Oder? Ich sah, dass sie es so rätselmäßig so eingebaut haben. Okay. Nee, ist immer noch nicht das, was ich brauche. Dann machen wir nochmal nach unten. Ja, Glasscheiben davor. Es müsste doch eigentlich... Ach, warte mal, kann das sein, dass unten ist einmal drehen und das andere ist einmal Scheibe hochmachen? So, auf, dann machen wir mal... Gehen wir mal jetzt nach oben, mal gucken, was mit dem rechts passiert. Okay. Ich glaube, so war das richtig. Wir drehen das einmal, holen das nach vorne. Mit oben und mit unten können wir dann die Scheiben wegmachen. Magnetic Key. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal nach oben drücken. Jetzt liegt das ja oben. Was passiert, wenn ich jetzt nach unten gehe? Okay, dann gehen wir mal einer oben. Und jetzt einer unten. Ja, ganz verstehen tue ich es noch nicht. Okay.
das, was wir da brauchen. Ah, jetzt geht's, okay. I just hope Alex knows how to say thank you. Okay, Schmerztabletten. Das könnte es auch erstmal gewesen sein, würde ich sagen, ne? Gucken, ob sie in den Raum jetzt mal rein will. Nope, not the timer. Okay. Da waren wir schon drin. Dann geben wir ihm mal die Sachen. Das geht gar nicht. Ich kann nur mit ihm sprechen, aber er ist gerade im Fokus. Okay, dann schauen wir mal. Wir brauchen ja noch irgendwie einen Hubwagen oder so. Ich bin auch der Meinung, ich hätte irgendwo einen Hubwagen gesehen. Können wir nichts einsetzen, okay. Jetzt nur dieses Buch, was wir anschauen können. Können wir das eigentlich mitnehmen? Nee, ne? Wir können es nur bedienen. Okay, dann gehen wir da mal raus. Halt nur das einzige Rätsel, was ich hier sehe. Muss aber nichts heißen. Nicht, ob sie noch was braucht. Wir können ja noch mal nach unten machen. Oh, das scheint nichts zu sein. Nee. Die zwei Dinge, die wir vorhin brauchten, die wurden ja auch angezeigt. So. Gar nicht, ich habe wahrscheinlich gedacht, das ist ja das Lager und hier könnte ich einen Hubwagen gebrauchen. Vermute ich mal. Ja, hier kann man nichts einsetzen. Können wir auch nichts einsetzen. An der Tür auch nicht. Genau, das Regal. Das ist hier auch offline. Okay, das Regal müssen wir hochheben. Und wir haben da hinten noch so einen Behälter-Pharmazie. Dann können wir nochmal gucken, ob wir irgendwas anderes machen können. Da können wir nichts machen. Weil die Teile, die wir eingesammelt haben, die müssen wir irgendwo einsetzen. Also okay, die Schmerzmittel natürlich nicht. Wir haben ja irgendein Magnet oder so bekommen. So, dann schauen wir hier nochmal, ob wir irgendwas übersehen haben. Wenn ich nach oben gucke oder... Ah. Nee, den können wir auch nichts einsetzen. Das ist der Roboter, der da liegt. Aber man sieht schon nach oben oder unten gucken. Gewisse Dinge vielleicht nicht zu übersehen. Was natürlich auch gut wäre, wenn wir sowas wie ein
Wie heißt es denn? Ah, jetzt komme ich nicht drauf. Achso, einen Wagenheber haben für das Regal. Das wäre natürlich optimal. Vermute mal, wir finden hier noch irgendwas. Ich war sogar der Meinung vorhin, dass da irgendwas wie so eine Art Wagenheber lag oder so, aber hier wird nichts mehr angezeigt, was sie noch gebrauchen könnte. Aber wenn man nicht weiterkommt, versucht man natürlich wieder alles. Kann man auch nichts machen. Wir nur mal an das Computersystem gehen. So, Anrufe war ja nichts. E-Mail auch nicht. Chat gab's auch nicht. Nur Security. So, die ist jetzt locked. Aber es macht ja keinen Sinn, wenn ich da drin bin, dass ich die schließe. Gehen wir mal wieder auf unlocked. Okay, wir haben jetzt einen Asthma-Inhalator gefunden. Wir haben Medikamente gefunden. Ist eigentlich ein Inventar oder so? Nee, ne? Oder Aufgaben oder so? Nee, geht's nur Continue? Wir haben die Aufgabe mit den Batterien gelöst. Wir haben halt nur noch das Regal, wo wir eine Möglichkeit finden müssen, das Regal wieder aufrechtzustellen. Vielleicht geht sie jetzt ja mal nach draußen. Wir sind nicht fertig hier. Das ist nicht nur ein alter Supply-Run. Wir müssen etwas für Vera's Fever finden. Ich habe ja gedacht, so hier von wegen, dass sie den Besen nimmt oder irgendwie sowas. Aber das will sie ja nicht. Hier will sie auch nicht rein. Hier ist ein Bild, da kann ich aber auch nichts machen. Ich kann es mir nur noch mal angucken. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ah, Mitarbeiter des Monats. Na, ganz geil. Ging doch früher bei McDonald's auch immer. Stand immer Mitarbeiter des Monats. Na, ich glaube, wir sind hier noch nicht fertig. So ein Stromkasten. Den Strom hinten wieder ausstellen oder so? Ne, hier können wir jetzt nichts mehr machen. Wir können es hier nur weiterhin bedienen. Ich wundere es, dass wir den Robert nicht aktivieren. Dass der uns da irgendwie hilft. No. So, hier können wir auch nichts einsetzen.
Jetzt sagen aufmachen. Damn, it's locked. But I'm guessing the key can't be too far away. Okay, dann sagt sie mal, dass sie da einen Schlüssel braucht. Oder eine Keycard oder wie auch immer. Das ist ein Eimer. Das sind Kisten. Das ist eine Zange. Aber mal ganz ehrlich ist, wenn man alles absucht, dann dürfte eigentlich gar kein Rätsel mehr überbleiben. Weil wir wahrscheinlich in irgendeiner Ecke irgendwas nicht richtig abgesucht haben. So, wir gucken jetzt hier nochmal. Gezielt. Auch mal richtig oben nach unten. Manchmal gibt es ja so Dinge, die werden einem dann nur angezeigt, wenn man da in der Nähe ist. Okay, da ist nix. Mit der Leiter macht mich auch noch ein bisschen skeptisch, dass wir die nicht nehmen können. Oder mal draufklettern können. So, den Robot haben wir noch, aber ist außer Gefecht gesetzt. Da können wir auch nichts machen. Können wir auch nichts einsetzen. Der Mahnung bleibt für mich halt nur noch, doch das Regal nochmal genau zu durchsuchen. Machen wir das nochmal. Nichts mehr angezeigt. Ein Rätsel ist das. Ein Riesenrätsel hier. Also eigentlich werden die immer nur von oben nach unten geschoben hier. Die Sachen. Ich habe mal gedacht, das eine ist zum Drehen. Wenn ich das rote jetzt nach unten mache, also jedenfalls die Pillen, die da stehen, müssen die auch nach unten wandern, ne? Ja. Schwindet die natürlich im Hintergrund, ist klar. So. Noch nach oben und dann
Ist an der Regalvorderseite irgendwie noch was? Nö. Ich guck mal in die Steuerung rein. Maussensee, Kiesshow. Use Zoom-Kamera, Flashlight. Also, dann Smartwatch. Mit Tabulator. Forward, Flashlight. Okay, dann probieren wir das nochmal. Also, F ist die Taschenlampe. Super, und dann Tabulator funktioniert bei mir gar nicht. Das stand doch drin. Aber jetzt mal gucken. Tabulator Smartwatch. Ist das vielleicht hier anders belegt? Alt? Nö. Shift? Nö. Das ist die auch nicht. Nö. Sehen wir ja mit der Taschenlampe irgendwas, was wir vorher nicht gesehen haben. Das ist irgendwie nur ein netter Effekt. Gucken wir mal, vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas. Hier gibt es den Rollstuhl. Aber nichts machen. Und hier ist auch nichts. Ist auch nichts. Hier ist Kaffee. Da können wir auch nichts machen. Das sind Bücher. So, dann gehen wir auf die Seite hier. Können wir uns das Bild angucken? Oder die Bilder? Ich dachte, man kann die drehen oder dass da vielleicht ein Hinweis hinter ist. Aber ist auch nicht der Fall. Dann haben wir hier noch diese Schublade hier. Ah! Hier können wir was machen. Schublade, wo ich dachte, die kann er knacken. Ach du heilige Neune. Ah, es geht alles klar. Ich dachte, ich muss da einen Code eingeben oder so. Ich dachte, wo soll ich den denn herbekommen? Okay, Schlüssel. Fürs Auto. Genau, ist ein Autoschlüssel. Kannst du auf und zu machen mit. Gucken wir mal. Klingt zwar ein bisschen blöd, aber vielleicht können wir da hinten irgendwas noch mit aufmachen. Ja, warum läuft sie sich denn jetzt hier fest? Ja. Now, let's see what we've got. Gar nicht so doof. Prima, wir haben's. Gravity jack. Just what we need to move that shelf out of the way. Check. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Gucken wir mal, ob wir damit das Regal anheben können. Found a gravity jack in the garage. Sehr gut, wir sind doch echt intelligente Helden hier. Slide it underneath and I'll grab it from the other side. All right. No, no. Damn it. Come
Come on, Em. Grab the stuff and let's get out of here. It's here. Let's go. Shit, my backpack. Hold on, I'll be right back. Park, no. Forget about it. My inhalers. Aber krass, dass die Gebäude so überwachen, ne? Emily! Oh. Nö, wir helfen. Human, stop where you are. For your safety, remain calm and do not resist. Okay, man merkt das halt noch in Demo, da passt das mit dem Sound noch nicht so richtig. Ah! Alter, das war aber knapp. Konnte ich denn wissen, dass ich plötzlich E drücken muss? Ja, sehr schön. Aber so schon mal ein bisschen gezockt. Jetzt geht's weiter. Ich glaube auch nicht, dass die Demo hier schon zu Ende ist. Oh, you're back. So, how did it go? Ja, komm, sagen wir die Wahrheit. Things got hairy. I'll explain later, but it worked out. We got the meds. It's too bad you didn't see me blast that cop with a flare gun. You what? Enough, Alex, just stop. Er hat dem Lila eine Hände gehabt, das sah ja geil aus. Goddamn stupid. Immer noch. You better learn to take things more serious. Da fehlen wohl ein paar Texturen. You don't mind him. The important thing is that you're safe and sound. Now then, I just made pancakes. Any takers? Thanks, but I gotta get some sleep. I can barely stand on two legs. Die macht Pfannkuchen und sie sagt, sie will sich lieber hinlegen. Müsste mir mal passieren. So nimmt man ab. Don't mind if I do. Thanks. Ah, er isst. Er ist vernünftig. We're running low on food. He should be back soon. Emily, I think the old man needs your help. Can you check in with him? Ah, es geht weiter. Sehr gut. Okay, aber wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss und sehen uns dann im nächsten Teil. Bis dahin, würde ich sagen. Genau, wir zocken es mal weiter. Mal schauen, wie lange die Demo noch geht. Und freuen uns dann aufs Original. Bis zum nächsten Video.